Wir sind wieder da und wir haben eine kleine, einen kleinen Freund mitgebracht. Kumpel dabei. Warum? Weil Martin in seinem Wahnsinn die Mikrofone vergessen hat. Wir sind halt bei Michi, wir nehmen ja Amnesia bei Daniel auf und eigentlich nehmen wir dann die Mikros, die wir haben hier, immer mit zu Daniel, haben wir vergessen, habe ich vergessen. Genau, ist aber halb so schlimm. Jetzt haben wir dieses Sänger-Mikro. Es kann sein, dass jetzt die nächsten Folgen der Ton ein bisschen doof ist, weil das Mikro hier eigentlich nicht geeignet ist, dafür zwei Leute aufzuzeichnen beim Let's Playen. Ist das zum Singen? Sondern eher zum Singen und auch dafür ist es nicht ideal, weil I had the time of my life. Super. Ich glaube, wir spielen lieber Amnesia, das ist nicht ganz so grausig. So, los geht's. Nee, es war gar nicht so schlecht jetzt. So, im Vergleich stehe ich gleich wieder da wie ein Depp. So, also wir sind jetzt hier, wo sind wir angekommen? Kanalisation. Genau. Auf der Tür. Ich habe mir sagen lassen, dass das total schlimm ist hier. Im Gegensatz zum Rest des Spiels, was total schön ist. Deswegen freut es mich umso mehr, dass du jetzt spielst. Also wie gesagt, wenn der Ton ein bisschen kacke ist, die nächsten Folgen, dann vergebt uns, aber wir werden versuchen, das Möglichste rauszuholen. Ja, das ist ja schon mal super hier. Mit F konnte ich die, es ist wieder eine Pause, es ist eine neue Session, mit F konnte ich die Lampe anmachen, ne? Okay. Genau. War irgendwas sonst noch Wichtiges? Ich weiß nicht, was hier los ist, aber... Fuck. Ducken, wie ging auch ducken? Steuerung. Hast du es gehört? Ja, hast du gesehen? Das hat jemand gegrunzt, gesehen habe ich nichts. Ich glaube, ich werde jetzt nicht zu ängstlich. Vielleicht schaust du einfach mal, was da so passiert. Da wird ja wohl kaum im ersten Gang schon einer auf dich zugelatscht kommen. Da war eben einer, hast du nicht gesehen? Nee. Da stand einer im Gang. Ach. Ja. Wie so ein Schlurfleini oder? Ja, ein Schlurfi. Aber ich habe mir das nicht mehr eingebildet. Die Musik passt ja auch dazu. Ist er weg? Die Musik ist ja auch viel entspannter geworden. Darauf sollten wir auch mehr achten, haben die Leute alle gesagt. Ja. Boah, was für ein Anfang. Ja. Und hier sind auch diese ganzen Pilze, gegen die Daniel jetzt ja immun ist. Ja, ja. Nach seiner bisschen ekelhaften Impfaktion in der letzten Folge. So war das halt früher. Ja, früher war alles ein bisschen ekliger. Ja, hübsch. Hübsch haben sie es hier. Einen Raddampfer haben sie auch. Oh, ich dachte, das wäre ein Schritt, aber es ist nur von den blöden... Das sind, glaube ich, deine Schritte, oder? Nee, es ist von dem das Wasser. Also ich habe gedacht, das wäre ein Schritt, aber es ist nur das Wasser, das Getrete von dem Mühle. Deine Schritte hört man aber auch recht deutlich. Ja. Immer so. Immer erstmal links lang, oder? Der alte Trick. Das ist meine Vorgehensweise. Da ist auch Sackgasse. So, ich bin wach. Ups, die Tastatur ein bisschen richtig hinschieben. Das wäre besser an die Shift-Taste kommen, falls ich mal rennen muss. Irgendwas fiebt da, bestimmt Ratten. Ratten, ja. Yeah. Mhm. Waren das jetzt nur die blöden Klötze oder was anderes noch? Boah, ist das scheiße hier. Und ganz schön weitläufig. Ich habe auch jetzt schon die Orientierung verloren. Da geht's raus. Ja, das haben wir es ja geschafft, oder? War überhaupt nicht so schlimm. Nee. Das Schlimme kommt erst, und zwar hinter dieser Tür. Uah, mach mal auf. Guten Tag. Hallo. Zeugen Jehovas. Ah. Öl. Nee, will ich noch mal benutzen? Nee, Mausklick. Hier ist mal das komplette Spiel verlernt. Oh. Ah ja. Kleines Zahnrad, mittleres Zahnrad, großes Zahnrad und das gleiche nochmal. Beim einen steht eine 1 drüber, beim anderen eine 2. Irgendwas das merken wir jetzt mal, oder? Ich wackel einfach schon mal dran rum, wie ich das halt immer mache. Erstmal anfassen. Ich glaube, das ist das Rätsel mit den zwei Hebeln und den verschiedenen Zahnrädern und den Zahlen. Wenn du darauf kommst. Oh, nee, Tabulator. So, eben neues Memento aufgepoppt. Die zwei Hebel steuern die Laute. Ja, da wäre ich jetzt alleine nicht. Klickt da mal drauf, da sagt immer einer, ihr schaut euch nie den Memento. Achso, da kann man gar nicht draufklicken, ja. Ja? Ja. Wir schauen uns doch aber an. Eben. Frechheit. Ja, geil. So, und hier mal das andere. Ja. Ich habe alles richtig gemacht. Genau. Es geht weiter. Ja, gut, das merken wir uns mal. Ja, haben wir ja viel erreicht. Hast du es gehört? Ja, da. Heute ist der Sound. Ich habe heute Daniels. Da siehst du, was ich normalerweise mitmache. Bleib da und tun.
Macht er gerade die Tür auf? Weiß ich nicht. Ah! Scheiße. Das ist bestimmt genau hinter mir. Geh halt weg. Die Musik ist doch noch laut. Ja, ja. Ich meine ja nicht dich. Ach so. Ich meine den hier hinter dir. Was ist was los hier? Scheiße. Erst durch die Türlinsen, aber ich glaube, wenn die Musik aus ist, ist der auch weg. Mann! Also was wir brauchen, ist ein Hinweis drauf, wie die... Was mit den Zahlen in der Maschine Zahlen machen. Und die Zahnräder funktionieren. Was ist hier? Nur ein... Sag mal. Was ist denn los? Immer wenn es zittert, sieht er dich, oder? Nee, dann wird man es jetzt hören. Ja, sehen vielleicht nicht, aber dann ist er irgendwo in der Nähe. Aber die Musik hat nicht drauf hingedeutet. Das war auch nicht so ein Spaß, das würde zittern. Die einen haben ja gesagt, das Gefängnis und die Leichenhalle wäre das Schlimmste. Danach wäre es dann wieder okay. Und andere haben gemeint, das wird danach erst richtig schlimm. Die Leichenhalle ging ja einigermaßen. Da gab es einen Schocker, aber es war echt okay. Übrigens, die Kommentatoren haben schon recht gehabt. Bitte spoilert uns nicht alles vom Ende des Spiels oder was denn alles noch kommt. Ich schaff's einigermaßen dann die Kommentare rechtzeitig abzubrechen. Also ich lese ja viele Kommentare, aber ja. Es wäre trotzdem nett, wenn man nicht so aufpassen müsste, dass einer nicht das Spiel spoilert. In der Tat. Beweg dich nicht so hektisch, bitte. Hm. Da kommen wir wohl nicht rein. Oh, ja. Okay, den Teil haben wir jetzt abgehakt. Mhm. Es fehlt halt jetzt ein Hinweis, was wir mit der Maschine machen. Geradeaus war Sackgasse und rechts rum auch, ja. Gell? Genau, okay. Aber irgendwo wankt dieses blöde Monster rum. Kurz in die Röhre schauen. Vielleicht kannst du nach oben springen und da wirst du so reingesaugt. Wie bei Mario. Das wäre schön. Ich weiß nicht recht. Doch. Wenn die Musik dazu kommen würde. Oh. What's happening? What are you doing? Let me go! Please, don't take me! Nobody ever returns! Ja, schöne Sachen sind hier passiert bisher. Eine Sackgasse. Wenn ich das mal genauer anschauen sollte, dass da nochmal was steht zum Beispiel, dass man irgendwie... Was? Da rechts rum warst du noch nicht. Das ist aber nur so ein allgemeines Gebrüll hier im Keller. Nicht so hektisch. Rechts. Wenn ich hektisch bin, darf ich mich ja wohl auch hektisch bewegen. Entspann dich doch mal ein bisschen. Da siehst du, Zünderbüchse. Zünderbüchse. Was? Ist aber nicht besser geworden als im letzten Mal. Nee, ich lerne das nicht mehr. Das ist aber auch ein schwieriges Wort. Ja, ja. Verwendet man ja auch sonst selten eher. Nee, nee, nee. Da ist ein abgeknicktes Rohr, vielleicht kannst du das mal abmachen. Na, guck an. Knack. So. Hm. Gucken wir mal das Memento an. Da ist bestimmt ein großes Rohr eingesteckt. Die zwei Hebel steuern die Leute immer. Ich glaube, das ist wieder weggegangen. Da hätte wahrscheinlich gestanden, das Rohr ist locker, damit man später nochmal drauf kommt. Weil man vergisst, das jetzt abzuknibbeln. Vielleicht war es ja auch eine Notiz. Nein, das war schon ein Memento. Gucken wir nochmal kurz. Ein Tagebucheintrag war es bestimmt nicht. Nee. Das auch nicht. Was wir uns gefragt haben, wir haben ja diese Kurbel eingesammelt. Und noch nicht gebraucht, so, Welche denn? Die oben rechts, wo wir immer dachten, man lässt diese eine Zugbrücke mit runter. Ach, stimmt. Und die wird man ja noch irgendwann brauchen, genauso wie wir irgendwo diese Nadel eingesammelt haben, die wir dann mit diesem Kupferrohr im Hirn von der Leiche benutzt haben. Und wir können uns aber partout nicht mehr daran erinnern, wo wir das eingesammelt haben und ob es eine Möglichkeit gab, da auch dann vorbeizulaufen. Kann es ja nicht sein. Kann es echt nicht sein, aber da haben wir echt noch gesprochen, nach der letzten Session. Wie die Entwickler das denn gemacht haben, dass man das mitnimmt, ohne dass man dran vorbeilaufen kann. Also ja. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ihr könnt euch bestimmt noch erinnern, also... Darüber dürft ihr jetzt was schreiben. So über vergangene Folgen spoilern dürft Rückwärtsspoiler geht immer.
Ja, das war's jetzt, oder? Ist das nur ein Rohr und die zwei Hebel? Warst du da schon überall? Nee, doch. Da war ich jetzt schon überall eigentlich. Ich hab nichts übersehen, weil ich kann mit dem Rohr irgendwo noch rumhantieren. Das glaube ich nicht. So. Hier ist ja nichts, wo man Rohr anflanschen kann, oder? Denn vielleicht muss man auf gut Glück einfach mal mit denen so. Das glaube ich nicht. Ist leiser geworden, auf jeden Fall. Vielleicht muss die Maschine möglichst laut sein. Wo ist die Laute? Ein bisschen, ja. Oder du musst sie ausmachen. Da hat sich jetzt nicht viel verändert. Nimm mal den anderen. Ja, doch. Vielleicht müssen wir auch zwischendurch rausgucken, was so passiert. Ich werde erstmal den anderen Hebel ein bisschen bedienen. Oh. Jetzt dreht sie ganz schön, oder? Geh mal auf Mitte. Eher weniger. So finde ich es gerade ganz überzeugend. Mach den anderen mal nochmal. Normalerweise muss doch dann irgendwie ein klares Signal kommen, oder? Meinst du, so ein Erkenntnis? Das weiße Leuchten auch. Ist weniger? Ja, ist auch weniger. Ich finde das am besten, mal gucken. Was natürlich sein kann, ist, dass es dieses Rad ist, also dieses Schaufelrad. Vielleicht kannst du das komplett bremsen. Dann wäre es natürlich besser, wenn die leise ist, die Maschine, ne? Im Zweifelsfall. Gucken, der blöde Penner ist bestimmt nicht mehr unterwegs hier. Schau mal nach links. Achso, da war die Leiter, genau. Ja. Das hast schon recht, das Einzige, wo man jetzt noch weiterkommt, ist beim Schaufelrad. Gucken, wie das jetzt aussieht. Was? Was? Wo ist das? Ja. Das war nicht ich. Ja. Nein, nein! Bist du irre? Was war denn das eben? Vielleicht wieder so ein Wasserheini. Nee, das glaube ich nicht. Ich hätte gar keine Möglichkeit auszuweichen. Ach, das ist die Wassermühle doch noch. Ah. Mann! Und die dreht sich gerade wie wild. Schneller als eben. Jetzt versuche ich die Maschine möglichst leise zu machen. Ja. Ja, ja, ja. Rätsel wären eigentlich ganz nett, wenn dieser blöde Penner hier nicht herumlaufen würde und versuchen würde, mich zu erschrecken. Ich habe vor kurzem nochmal Folge 15 gesehen von Amnesia. Und bei Minute 6 ungefähr ist so super, was für eine Gefühlsachterbahn in mir vorgeht, die man auch komplett am Gesicht ablesen kann. Weil ich es nicht gesehen habe, guck doch mal bei ungefähr bei Minute 6 rein, Folge 15. Jetzt nochmal ganz nach links. Okay. Ja. Vielleicht kann man dann durch, wenn es ganz langsam ist. Das haben wir ja noch gar nicht probiert, ob man da durchkommt. Schauen wir, ob es noch leiser wird. Und hier wird es wieder schneller. Nee, ist aber auch logisch, wenn solche das linke der Motor ist und das rechte ist dann was angetrieben wird, ist ja am besten, wenn das klein ist und das möglichst groß. Dann dreht sich am langsamsten. Du bist da drauf. So eine Gangschaltung sozusagen. Ja, so ein Getriebe einfach, ja. Und dann ist er so am logischsten. Ja. Ist die Folge schon vorbei? Letztes Mal hast du mich belogen. Das habe ich übrigens gesehen. Nee, geht schon noch ein bisschen. Das hast du letztes Mal auch gesagt. Also hallo, letztes Mal, da waren es ja vielleicht nur 10 Sekunden drüber oder so. Ja, die Folge war vorbei. Darauf kommt es an. Ja, guck. Ist doch gemütlich. So. Jetzt das Rohr da reinstecken. Ha! Ach, das ist das Bremst, meinst du? Genau, jetzt ist es langsam genug, dass ich das halt blockieren kann. Was bist denn du für ein Fuchs? Du hast bestimmt in der Lösung nachgelurrt. Ja, ganze Zeit. Heimlich hier auf den Unterarm geschrieben und dann mit dem Pullover abgedeckt. Der alte Trick. Ja, Respekt, sehr gut. Hier ist viel schöner als da hinten. Gut, dass wir jetzt hier sind und nicht da hinten. Schau doch mal nach links erstmal. Achso, da war nichts mehr. Ah, okay. Da waren nur diese blöden Rohren. Verdächtig entspannend hier alles. Nun total entspannt. Die sind so halb durchgesägt, die Rohre. Vielleicht kann man die. Na, guck an. Man kann nicht hindurch. Aha. Tja.
Das Memento rufe ich mir jetzt nicht an. Das kann ich mir alleine merken, dass da Rohre waren, die halt beschädigt waren. So. Aber jetzt darf ich mal aufhören, oder? Das machst. Wieder eine Folge geschafft. Wir gucken jetzt mal, wie das mit dem Sound funktioniert hat, ob das gut war. Und wenn alles gut war, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.